Hallo, ich begrüße dich. 5 Gründe, nicht fotografieren zu gehen. Grund 1. Das Wetter ist schlecht. Klar, bewölkter Himmel, Nebel, Regen. Da bleibt dir nichts anderes übrig, als alle Folgen Lichtform Farbe zu gucken. Ja, fang ganz früh an. Ja, Unboxing der D5 und dann durch bis heute. Nebel, tolle Gelegenheit, Landschaftsaufnahmen zu machen. Bewölkter Himmel, das ist ein weiches Licht, ideal zum Fotografieren, für Porträts oder denk dir irgendwas Besonderes aus. Regen, geh in die Stadt, fotografiere Lichtreflexe. Nee, schlecht Wetter ist kein Grund, nicht fotografieren zu gehen. Ich habe kein Modell. Klar. Gibt ja keine Foto-Community, gibt keine Model-Kartei. Verlinkt dir das mal unten in der Videobeschreibung. Oder Selbstporträt. Hab gerade ein Video hochgeladen zum Thema Selbstporträt. Mach doch einfach mal ein Selbstporträt. Experimentier mal ein bisschen. Du brauchst kein schönes Model. Interessant muss es sein. Sprich doch mal jemanden in der Familie an. Oder einfach mal jemanden auf der Straße fragen, ob er nicht Lust hat, Fotos von sich zu bekommen. Nimmst die Kamera mit, sprichst ihn an, machst ein paar Fotos, gibst ihm deine Adresse. Einfach mal was riskieren. Grund 3. Ah, das kann ich noch nicht so gut. Ich kann was nicht so gut. Und deswegen mache ich es nicht. Hört ihr euch selber? Ist natürlich Quatsch, nicht? Das Perfekte ist zu Beginn immer nicht perfekt. Also etwas nicht können, wie beispielsweise noch nie Fotostacking gemacht zu haben oder keine Ahnung von Blitzfotografie zu haben, das sind Gründe, es auszuprobieren. Ja, wir fotografieren doch digital, da geht doch nichts schief. Einfach mal ausprobieren und es auch ohne Wissen einfach mal zu machen. Du weißt ja so viel über Fotografie und experimentier doch mal. Und nachdem du das gemacht hast, dann kannst du dir immer noch Informationen holen und dann hast du so einen Absprungpunkt. Dann hast du die richtigen Fragen. Dann kannst du sagen, okay, das hat irgendwie nicht funktioniert. Da brauche ich Informationen, da brauche ich Lösungen dazu. Also man muss nicht immer vorher alle YouTube-Tutorials zu einem Thema geguckt haben, bevor man damit anfangen kann, sondern gerade das kann ja Spaß machen, einfach mal etwas, was man noch nicht kann, auszuprobieren. Und selbst Profis, wenn die irgendwas Unbekanntes haben, die probieren das aus. Wenn die eine Idee haben, wo sie noch gar nicht wissen, ob das zum Erfolg führt, sie setzen sie einfach um. Einfach mal ausprobieren, einfach mal machen. Okay. Jetzt kommen wir zum Punkt 4, das ist das absolute K.O.-Kriterium. Mir fehlt irgendwie noch Technik, ich habe dafür nicht die richtige Kamera. Ich habe ja nur eine APS-C-Kamera und deswegen kann ich das nicht machen. Ich habe ja nur eine alte Kamera oder ich habe das und das Lichtsetup nicht oder mir fehlt das und das Objektiv. Auch das sind keine Ausreden. Wir sind viel zu technikfixiert und ich ertappe mich ja manchmal selber und stelle mir die Frage, willst du jetzt eigentlich mit Technik rumexperimentieren oder willst du fotografieren? Und ich gebe ja zu, ich bin auch so ein Technik-Nerd und es macht mir einfach Spaß. Es macht mir einfach Spaß, mit meiner Technik rumzubasteln, was zu machen. Aber ich weiß, wenn ich dann dabei nicht ins Fotografieren komme, dann bin ich eigentlich am Abend, dann bin ich hinterher unzufrieden. Und ich weiß, das inspiriert mich, das macht mich zufrieden, wenn ich fotografiere. Und deswegen weniger Technik, mehr fotografieren. Und du brauchst die Technik nicht. Du brauchst nicht die beste Kamera. Du brauchst nicht das eine Objektiv, um irgendein Fotoprojekt durchzuziehen. Glaub es mir, da werde ich leidenschaftlich, das merkst du. Es geht so viel mehr nur mit dem 50mm Objektiv. Kommen wir zum Punkt 5
Und okay, das ist wirklich ein triftiger Grund. Du hast keine Energie. Du sagst dir, oh nee, heute nicht mehr. Ich bin jetzt zu erschöpft. Das war ein langer Arbeitstag. Da ist nichts mehr mit Fotografieren. Ich kenne das. Es geht mir auch oft so. Aber ich habe festgestellt, wenn ich diesen Punkt überwinde, gewinne ich neue Energie. Und deswegen mache ich es oft so, dass ich dann beispielsweise meine Kamera nehme, einen Spaziergang mache, beispielsweise in den Wald gehe, vielleicht mal ein kleines Dauerlicht mitnehme und was ausprobiere, ein paar Fotos mache. Das sind oft keine Fotos, die ich dir zeigen möchte. Aber ich merke immer, da kriege ich Energie zurück. Wenn ich trotzdem fotografieren gehe, wenn ich was mache, dann gibt mir das eigentlich Energie. Und ich rate dir, das auch mal auszuprobieren. Selbst wenn du sagst, so okay, es gibt also wirklich richtig triftige Gründe, heute nur noch die Beine hochzulegen. Nimm noch mal ein kleines Fotoprojekt in Angriff oder nimm einfach mal die Kamera mit, wo auch immer du hingehst und was du noch so vorhast. Ich habe oft die Kamera auch im Auto und dann auf der Rückfahrt von irgendwas, da mache ich dann irgendwie einen kleinen Umweg und mache noch ein paar Fotos, was ich mir mal so ausprobiert habe. Und manchmal sind das auch gar keine Bilder, die ich mache, um ein gutes Foto zu machen, sondern ich mache so ein Location Scouting. Ich fahre einfach mal hin, mache mal ein paar Bilder und gehe dann damit nach Hause und dann habe ich abends im Bett, dann denke ich drüber nach, okay, was könnte man daraus machen? Dann schaue ich mir hinterher mal die Bilder an, das kostet nicht viel Zeit und dann überlege ich, ah, wenn ich jetzt so die Bilder sehe, da entwickelt sich die und die Idee. Und dann ist es eigentlich ein erfüllter Tag und dann habe ich Energie zurückbekommen und deswegen mein Rat, einfach mal anders vorgehen als sonst immer und einfach mal ausprobieren, den Punkt zu überwinden. Ich bin sicher, du hast noch viele gute Ideen, die sozusagen gegen die Fotoblockade sprechen und was man tun kann, um so eine Fotoblockade zu überwinden. Schreib es bitte in die Kommentare. Nicht nur ich, sondern alle, die dem Kanal folgen und die dieses Video sehen, werden dir dankbar sein. Auch wenn es nur so die kleinste Idee ist und vielleicht auch banal dir erscheint. Wir freuen uns, wenn du das in die Kommentare schreibst und gib einen Daumen nach oben. Dann wird das Video bei YouTube gut gerankt. Wenn es dir nicht gefallen hat, gib auch einen Daumen nach unten, dann kriege ich Feedback. Ist okay. Und abonniere den Kanal und leite auch mal ein Video von mir weiter an Freunde. Und dann sehen wir uns wieder in einem der nächsten Videos. Und da freue ich mich. Bis bald. Tschüss.